Hallo zusammen. Wir befinden uns hier in einer verlassenen Gaststätte. Hier soll es auch eine riesengroße Kegelbahn geben. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal um, was es hier zu entdecken gibt. Hier liegt ein Rucksack. Ja, der ist nur Leute zu klauen wahrscheinlich. Ladekabel. Also Leute, hier ist ein Drogenabhängigen, der sich hier aufhält. Das ist offensichtlich. Wir wollen hoffen, dass wir dem nicht über den Weg laufen, weil diese Leute sind oftmals unberechenbar. Zapfanlage, lass mich mal einmal vorbei. Schön gedeckten Tisch sieht er gar nicht. Guck mal, da darf ich aber jetzt auch nicht hinleuchten, ist das Problem. Ich sehe den ja gar nicht. Warte, machen wir mal. Ein bisschen Licht nur. Damit man ein bisschen was sieht. Weil wir müssen nämlich ein bisschen aufpassen mit der Nachbarschaft. Deswegen ist dieses Video ein bisschen dunkel gehalten. Ja, warte mal, ich muss mal eben einmal in die Küche. Weil hier kann ich ja auch leuchten. Die Küche ist zum Teil noch vorhanden. Ich liebe ja diese großen Gasherde, ne? Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Die finde ich sowas von endgeil. Ah, ein Speiseaufzug. Zu dieser Immobilie gehören auch noch Hotelzimmer. Da kommen wir allerdings nicht rein. Und selbst wenn, wäre es ziemlich uninteressant, weil die eh leer sind. In den Räumen ist nichts mehr drin. Elektronik. Hier liegt irgendein Schloss. Ja, wir gehen runter. Jetzt können wir ein bisschen Licht machen. Was ist da? Hier ist niemand. Da kommen wir nicht dahin. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Lass mich mal durch. Einmal durchlassen. Okay. Na gut, hier ist aber auch keiner. Nee, ich guck trotzdem mal hier rein. Ja, ja, guck mal durch. Hier sind Toiletten. Männer. Frauenklo. Ja, keiner da. Alles gut. Ja. Was haben wir denn hier am liegen? Teppich. Küchenutensilien. Ja, schaut mal, hier liegen noch Stahlpfannen. Okay, alles sicher. Wahnsinn. Ja, der Lukas, der ist jetzt einmal hier durchgelaufen, weil, wie wir ja gerade das Thema hatten, Obdachloser bzw. Drogenabhängiger, wie wir gerade gesehen haben oben. Wir wollen ja nicht hier jemanden in die Fänge laufen, der dann unter Umständen aggressiv wird. Von daher versichern wir uns erstmal, dass alles in Ordnung ist und er nicht hier irgendwo sitzt oder liegt und zum Problem wird. Man sollte ja immer den Leuten nichtsdestotrotz aus dem Weg gehen. Oh, was haben wir denn hier noch? Noch mehr Lager rum. Also hier ist einiges zurückgelassen worden. Kühlkammern. Ah, ein Angestelltenbad mit Dusche. Oh, und hier haben wir jetzt Kegelbahnen. Wow, die sind groß. Das sind ja richtig. Wie viele sind das? Eine Bahn. Ach, das ist der Abstellraum, in dem ich gerade war. Sollen wir mal gucken. Also hier ist eine Kegelbahn. Hier ist eine.
hier ist noch einer. Ziemlich groß. Aber ich muss auch mal ein bisschen hier aufpassen. Oh, vier Bahnen sind hier. Vier Bahnen. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier? Okay, hier gehen wir gleich mal rein. Partyraum. Aua, 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 aua. Aha. Stimmt gar nicht. Oh, da war ich gerade gar nicht. Hier ist die Kegelbahn dicht gemacht worden. Das ist der Raum von der anderen Seite, genau. Ja, nicht witzig. Nicht witzig. Lukas schiebt eine ruhige Kugel. So. Oh. Oh. Guck mal, hier haben wir die Hauselektronik. Ein Kegel. Oh, der Material hier hat einer seinen Müll gelagert. Hier liegen sogar noch die Outfits. Meinst du? Ja, oder vom Kegeln. Die tragen ja sowas dann auch schon mal. Ja, ja, gibt's aber gut. Nicht nur bei den Bowling-Leuten, sondern auch bei den Kegeln. Die ganzen Strippen. Was ist denn hier nebenan? Ist das so ein Partyraum mäßig oder was? Gehen wir jetzt hin. Das hört sich gut an. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Okay. Na, das muss ich jetzt nicht haben. Bin ich ekelhaft. Oh ja, da sind normalerweise überall Lampen drin. Ja. Meinst du, wie hell der Raum dann ist? Leck mich am Arsch. Und durch die ganzen Spiegel wirkt er richtig groß hier. Ja. Sehr schön. Warum hasse ich Junkies in einem Lost Place? Ja. Ja, super. Räum das mal bitte weg, ganz genau. Ja, hier wurde gedartet. Würde ich sagen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Das ist nur ein Notausgang. Vorsicht. Geht's da noch weiter? Da hinten ist Ende. Da hinten. Ah, hier ist noch ein Lagerraum. Kühlkammer. Oh. Ich habe immer gewusst, den Weihnachtsmann gibt's wirklich. Da steht er. Ich wusste, den Weihnachtsmann gibt es wirklich. Ja, der steht da in der Ecke. Hier war Garderobe. Ja, dann gehen wir mal wieder nach oben. So. Oben. Jetzt gucken wir mal noch. Hier ist noch ein Raum. Das Problem ist, ich kann hier oben kein Licht anmachen. Na, hier ist aber auch nichts mehr. Weil dann würden wir gesehen werden. Ja, ich hoffe, dieses kurze Video hat euch trotz alledem gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.